Moin Moin, ein, zwei Worte von mir heute einmal zu diesen Kopfhörern von der Marke Summic. Das Ganze sind so Katzenohren-Kopfhörer und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze doch erstmal an und machen das Paket dafür einmal auf und sehen mal, was tatsächlich hier drin steckt. So, das Ganze wird anscheinend hier an der Seite geöffnet. Jawohl. Und dann schauen wir einfach mal, was hier drin steckt. So, also wir haben hier einmal, sehr ausführlich eingepackt etwas. Und zwar, so Ohrstückchen, die kann man austauschen, wenn man da dieses Modell lieber drauf haben möchte. Das habe ich schon gelesen. Hier sind auch die entsprechenden Kabel drin. Und hier ist dann einmal unser Kopfhörer. So, ich persönlich finde es natürlich mit der Optik besser, aber wir können eben diese Platten hier austauschen und dieses Kätzchen draufsetzen, wenn uns das mehr zusagt. So, wir schauen mal, ob das Ganze schon geladen ist oder ob wir das einmal laden müssen. Ah, okay, das Ganze ist geladen. Aktuell hier so ein roter leuchtender Effekt, der ist auch oben in den Ohren mit drin. Das ist soweit ja schon mal ganz nett. Und dann haben wir hier unser eingebautes Mikrofon. Das können wir auch frei bewegen und knicken. Das ist auch eine sehr schöne Sache. Wir können es auch drehen. Das bleibt auch in der Position. Und soweit ich weiß, müsste hier auch eine Mute-Taste sein. Die ist hier an der Seite. Schieben wir hoch, dann sehen wir auch das Ganze, das leuchtet. So, dann wissen wir, okay, wir sind gemutet oder wir sind eben nicht gemutet. So, von der Qualität her ist das meines Erachtens nach in Ordnung für den Preis. Also es ist ja ein relativ preiswertes Mikrofon. Wir haben hier unseren Lautstärkeregler und dann haben wir hier auch noch die Möglichkeit, eben die unterschiedlichen Verbindungsmodi zu wählen. Dazu kommt dann hier ein gepolsterter Bügel, das ist auch eine ganz solide Nummer. Auch die Ohrmuscheln haben ordentlich Polstermöglichkeiten, sind vom Sound her auch eigentlich ganz in Ordnung. Da ist natürlich auch ein bisschen Luft nach oben, aber ich finde, das passt. Vor allen Dingen, wenn man denkt, was für ein Preis das ist. Wir können hier auch noch weitere Sachen anschließen oder das Kabel, wenn wir es verbinden müssen. Der einzige Haken, den ich habe, ist, dass eben, wenn man das Ganze hier verstellen möchte, in der Größe, kann man hier zwar ziehen, das kommt hier auch raus, aber dann ist dieses Kabel hier sehr offen. Da bin ich immer kein Fan von. Das ist hier auch der Fall, denn dadurch wird das Kabel immer schön hin und her geschoben. Aber gut, es ist eben auch ein recht günstiges Headset. Wir haben hier auch noch ganz nett so eine kleine Katze innen drin, auch auf der anderen Seite. Also wir sind da im Thema auf jeden Fall sehr konstant. Und ja, also optisch meiner Meinung nach auf jeden Fall hübsch und ja, von der Leistung her für den Preis definitiv in Ordnung und im Endeffekt braucht man, glaube ich, an der Stelle auch gar nichts mehr weiter sagen und vielleicht gefällt es dem einen oder anderen und dann viel Spaß damit.